Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwänge, genommen mit und Engländer zu einem neuen Part Pokémon Schwert mit dem Zwängen Fürst. Ja, das war ein phänomenaler Kampf. Das war ein phänomenaler Kampf. Weißt du was? Ich kenne da ein gutes Restaurant in Chichester. Lass uns deinen Sieg doch dort feiern. Ich wollte ohnehin was mit dir besprechen. Das Restaurant heißt Steakhouse Lecker, Paul. Okay, ich habe schon so eine Ahnung, wo das ist. Na dann. Steakhouse. Jetzt gibt's lecker Essen. Was? Ja. Okay. Steakhouse. Hier wären wir schon. Hinein da. Okay. Hope ist schon da. Oh, mein Zwergfürst. Du hast hier schon die nächsten Ohren geschnappt. Was? Super. Da bist du ja. Wir haben bereits auf dich gewartet. Ich habe immer noch nichts Neues über die finstere Nacht oder die Pokémon des Schwertes und des Schildes rausgefunden. Was ist denn das? Moment mal, das ist doch ein Wandteppich. Das gibt's doch nicht. Die beiden Hälften sehen traurig aus, die beiden Helden. Und wo sind das Schwert und der Schild hin? Was hat die Darstellung bloß zu bedeuten? Nachdem sie den Helden geholfen hatten, fielen sich also in einen Art tiefen Schlummer. War das Schwert und der Schild nicht gleichbedeutend mit den beiden Pokémon? Das hattest du doch durch die Entdeckung beider antiken Städte herausgefunden, oder? Ja, genau. Zumindest war das meine Vermutung. Könnte sein, dass dieses merkwürdige Pokémon, das wir gesehen haben, am Ende das Schwert oder der Schild ist. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Von welchem Pokémon redest du? Zwergfürst, du weißt doch, was ich meine, oder? Keinen schon mal, wovon du redest. Wenn es nicht um Kämpfe geht, bist du nicht gerade die Einleuchte, was? Hey, das war sachte jetzt hier. Habt ihr mich hier gerade subtil als Dummkopf beleidigt? Das ist doch hier nicht. Denk doch mal nach. Dieses merkwürdiges Pokémon aus dem Nebel, das wir im Schlummerwald gesehen haben. Das könnte doch eins der Pokémon aus der Legende gewesen sein, oder? Stimmt ja, ihr beiden wart ja ganz am Anfang im ersten Part im Schlummerwald. Ich bin eigentlich nur auf diese Reise gegangen, weil Oma mich gedrängt hat. Aber inzwischen finde ich das alles ungeheuer spannend. Kommt, lasst uns erstmal was essen. Aber ihr müsst mir haargenau erzählen, was da passiert ist. Worauf habt ihr Appetit? Was soll ich bestellen? Ich hätte gern... Ich würde mal sagen, spannendere Dialoge und ein bisschen mehr Logik in der Geschichte von Galar. Das wäre ein gutes Menü, das würde ich gerne essen. Das würde mir durchaus schmecken. Ein bisschen mehr roter Faden in der Geschichte und nicht so verwirrende Dialoge. Okay, da hätte ich gerne mal eine große Portion von. Danke. Verstehe, sehr interessant. Alles klar, als nächstes sollten wir Chichester genauer erkunden. Vor allem die Herorentherme. Dann würde ich gerne näher und die Lupe nehmen. Okay, jetzt haben wir hier gegessen und ein bisschen was über die Historie von Galar gelernt oder auch nicht gelernt. Ja, ist jetzt, naja. Die Heroentherme. Hier soll der Held, oder besser gesagt, hier sollen die beiden Helden vor langer Zeit ihre Wunden gewaschen und sich auskuriert haben.
nachdem sie das Böse besiegt hatten. Aber heute wird die Heroen Therme eigentlich nur von Pokémon benutzt. Das macht sie so einzigartig. Wer genau waren diese Helden, die damals in der Therme gebadet haben sollen? Das werde ich später noch näher untersuchen. Ihr beiden, ihr seid im Schlummerwald diesem merkwürdigen Pokémon begegnet. Vielleicht wurde euch diese Ehre zuteil, weil ihr das Potenzial habt, so zu werden wie die beiden Helden. Also, wenn wir zwei die neuen Helden des Schwertes und des Schildes werden sollen, will ich aber der Held des Schildes sein. Ich hätte den Helden von damals zu gerne bei dem großen Kampf zugesehen. Hey, Zwergfass, lass uns doch mal einen epischen Kampf hinlegen. Bleibt mir auch nie erspart. Na gut, let's go. Durch das leckere Curry, das Sanya uns spendiert hat, ist in meinem Kampfgeist neu erwacht. Ich stecke von Energie, das wirst du schon sehen. Ich verstehe zwar gar nicht ganz, was du da redest, aber zu sehen werde ich trotzdem nicht. Vorher mache ich aber noch die Pokémon von Zwergfass wieder fit. Ach so, das war Sanya. Ja, kann man jetzt leider auch nicht so doll unterscheiden, wer jetzt was sagt. Es ist leider auch ein bisschen schwierig zu erkennen. Es wird mal wieder Zeit, dass der zukünftige Champ seine Fähigkeiten zur Schau stellt. Pokémon Trainer Hope fordert dich heraus. Mal wieder. Hüsterchen, Hüsterchen. Oh, er hat sein Schaf-Pokémon wieder. Alles klar. Ich zieh noch dich, Partner. Gut, wenn wir die beiden. Also, wenn ich der Held des Schwertes bin und Hope der Held des Schildes ist. Dann weiß ich ja auch nicht. Es ist, naja. Wenn Hope zu einer Legende wird, ist es, naja. Also, bei Rot aus der ersten Generation, da habe ich noch, der war eine Legende, das ist in Ordnung. Aber, Hope? Naja. Naja. Ich weiß ja nicht. Die Geschichte ist irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist die Geschichte, die hier im Spiel erzählt wird. Um das wirklich zu kapieren, muss man sich nachher noch einen Poké-Wiki-Beitrag durchlesen. Man muss irgendwie anderseitig das Wissen anschaffen, wenn man das wirklich braucht. Also es ist, naja. Frage ist, braucht man das? Muss man das wirklich finden? Muss man das kapieren? Muss man Game Freaks Geschichten hier in Pokémon kapieren? Ja, muss man nicht. Die verstehen sich manchmal selber nicht. Deshalb. Gut. Zwolok siegt. Okay, lief hier bisher super. Unproblematisch. Gotrum weiterkämpfen. Bitte nicht. Das ist. Ja. Pflanze Wasser. Naja, was soll es. Fessel bis. Das heißt. Jetzt geben wir alles. Hier kommt unsere wuchernde Pflanzenkraft. Aber Trommelschläge. Gut, war's das schon? Ja, das war's schon. Vielleicht hätten wir noch mit einer effektiven Attacke angreifen können. Aber gut. Wir haben auch noch andere Pokémon. Dann wie wär's denn mit hier Mordiv. Starter-Pokémon gegen Starter-Pokémon. So muss das doch. Wie wär's denn mit ja Feuerball, das ist doch immer wieder unterhaltsam. Feuerball. Und er schießt ein Tor. Kratz. Ein Volltreffer. Das war ein gutes Tor. Jo. Neues Level für Ninilein. So. Von Hagekonner getroffen. Ja. Lass mal weiterkämpfen. Der nächste ist bitte. Ein Britzige.
Okay, Doppelkick vielleicht. Ja. Was auch immer das für eine Form ist oder darstellen soll. Es ist hässlich. Ich dachte Heslon wäre hässlich. Also dessen Name ich schon vergessen habe. Also die Vorentwicklung von Prof. Ich dachte, das wäre hässlich. Aber gut. Da denkt man, dass man hätte das hässlichste Pokémon schon in Generation 6 gesehen. Da gab es doch schon vorher dieses hässliche Fisch-Pokémon. Was wirklich zum Kotzen aussieht. Dieses wirklich potthässliche Fisch-Pokémon. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, aber vielleicht kann ich es nachher mal einblenden. Im Schnitt. Naja, vielleicht wisst ihr auch, was ich meine. Der Fisch-Pokémon. Fisch-Pokémon sind generell ziemlich hässlich. Aber da kommt in 8 Generationen immer noch was Hässliches. Ich glaube, es geht nicht mehr. Kommt von irgendwoher noch irgendein anderes Pokémon. Ja. Doppelkick soll sehr effektiv sein. Na komm. Na dann. Oh ja, das ist durchaus sehr effektiv. Ein Volltreffer. Und das war kein Doppelhieb. Hält's durch, Partner. Jo. Okay, noch ein Hieb, dann haben wir's. Haben wir gedacht, so besiegt. Das wievielte Pokémon ist das? Paralysiert. Ah, verdammt. Na komm. Los, noch einmal. Zwei sind's noch, also gleich nur noch eins. Da war es noch eins. So, hoch, schick dein letztes Pokémon in den Kampf. Ja, hat mich jetzt relativ wenig beeindruckt. Den Prof hat es besiegt, aber naja, Mordov steht noch. Ziemlich angeschlagen, aber gut. Hope ist noch kein so großer Rivale, dass wir darum fürchten müssen, dass der uns den Rang abläuft. Dass der uns besiegt. Und uns verzweifeln lässt. Ist jetzt noch keine so große Gefahr. Ja, keine Bedrohung, der Hope. Wirklich nicht. Gut, Mordov besiegt. Und da waren es nur noch 4. 2, 3, 4. 4 Pokémon habe ich noch im Team. Gut, lassen wir mal den Takiro kämpfen. Kann auch mal. Ich weiß nicht, inwiefern das gegen Kramer was bringt, aber ja, Tiefschlag. Das könnte was bringen. Hat ja noch ein paar KP. Gut, Bohrstapel. Na komm, halt durch, Takiro. Das kriegst du noch hin. Na komm, die paar KP noch. Mach's alle. Hagelkörner. Ah, shit. Na komm. Mr. Hieb. Tiefschlag. Mach's alle. Sehr nice. Hat Takiro auch noch sein Ding dazu geleistet. Der Ding. Takiro Level 37, Blackie Level 42. Angeberei. Na, hier wird nicht angegeben. Nicht erlernt. Trainer Hope besiegt. Ich kann also nicht mal gegen meinen Rivalen gewinnen. Aber ich gebe nicht auf. Du gewinnst 4920 Pokémon Dollar. Wie siegreich aus dem Kampf gegen den Rivalen Hope hervor. Mal wieder. Juti. Haben wir es mal wieder geschafft. Haben wir das mal wieder bestanden. Danke, ihr habt beide sehr gut gekämpft. Wenn ihr so weitermacht, könnt ihr irgendwann vielleicht den unschlagbaren Dillion besiegen. Unschlagbar? Naja, für mich ist nichts unschlagbar. Ich krieg das hin. Ich hab hier jetzt schon 5 Ohren besiegt oder 6. Ich bin mir da nicht sicher. Wir haben fast alle Ohren besiegt. Das kriege ich jetzt noch ohne gebacken. Zeit. Ich habe jetzt einen kleinen Husten. Was steht als nächstes auf dem Plan? Ich habe vor, mich noch ein bisschen näher mit dem Schlummerwald zu beschäftigen. Ich werde mich wieder nach
Ich werde mich wieder der Arena Challenge widmen und sobald ich die Arena Orden in der Tasche habe, geht's schnurstracks mit über Route 9 nach Spikeford. Auf geht's! Ich glaube, dass ich es hat ihn wieder aufgemuntert. Reden, Wörter, Sprache. Delon macht sich immer große Sorgen, wenn es Hob schlecht geht. Und du als sein Rivale willst sicher auch nur das Beste für ihn, stimmt's? Oh ja, ja, Rivale. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als Rivalen bezeichnen, aber ja. Also dann, mach's gut. Ja gut, ja, mit Kurt Chester wären wir dann halt hier fertig. Das haben wir ja schon im vorletzten Part ordentlich untersucht. Waren wir hier in Kurt Chester ordentlich unterwegs und haben alles ausprobiert, was es auszuprobieren gab. Vielleicht habe ich das ein oder andere rausgeschnitten, aber ja. Wir sind alles mal durchgegangen. So, weiter geht's. Jetzt ist es Zeit aufzubrechen. Weiter Richtung der nächsten Stadt. Der nächste Orden wartet auf uns. Nächste Arena. Na, kommt hier irgendwo in der Stadt. Einen anderen Ausgang. Hier. Hier irgendwo. Ja, super. So sieht's doch gut aus. Da waren wir hier noch nicht. Hier geht's weiter mit neuen Abenteuern auf Route 9. Ganz genau. Ein riesiges Pokémon im hohen Gras. Wir kämpfen erstmal gegen die Anglerin. Den Trainer sich begegnen wird gekämpft. So einfach ist das. In der Nähe von Kirchester. Und daran Sibylle von dem Haus. Barafika. Heißt der wirklich so? Das zum Beispiel. Ja, zum Thema hässliche Fisch-Pokémon. Da haben wir ein Beispiel. Okay, ich wollte mich aus Spaß räuspern und... Sorry, mein Husten. Ich werde ein wenig krank. Felsgar, vielleicht. Vielleicht bringt das was. Ich nehme auch schon. Wir müssen mal Prof von der Spitze des Zuges wegnehmen. Ein anderes Pokémon mal in die Spitze tun. Ist nicht immer ratsam, mit einem Wasserpokémon anzugreifen als erstes. Aber hier hat es die Gesteinsattacke was gebracht. Diese Doppelstärken, das ist irgendwie was Gutes, diese Doppel... Dass der nicht nur Wasser ist, sondern auch Gestein, das ist... Ein Wassergrab, oder was... Taucher da umsetzt. Ja. Schaufler für die Wassertiere. Die Wasserparallele zu Schaufler. So ungefähr. Sprache. Und weiter kämpfen. Ja, noch kämpfen wir ein bisschen weiter mit Prof. Prof kriegt das noch hin. Gegen Elektro. Ja. Gut, vielleicht bringt Felsgrab was. Jo. Ein Elektrofisch. Den kriegen wir auch noch besiegt. Blubstrahl. Wasserattacke gegen Wasser-Pokémon, das ist, ja, das dürfte nicht sehr effektiv sein. Autsch. Die verdammten Hagelkörner hier. Na komm, Felsgrab, mach's alle. Uha. Na komm. Ladungsstoß, okay, eine Prof ist es geschehen. Prof ist tot. So, Lantern. Fast besiegt. Na komm, nein, noch im Kampf. Ein wenig. Ein klein bisschen kämpfen. Nee, du schaffst das. Grasmixer. Vielleicht brauch eigentlich gar nicht mehr viel. Na komm, zack. Lantern besiegt. Das war's. Angler besiegt. Trainer besiegt. Großartig. Anglerin Sibylle wurde besiegt. Der Stärkere gewinnt, ganz einfach.
Du gewinnst 2496 Pokémon Dollar. Gisti kriegt aus dem Kampf gegen Angeran Sibylle hervor. So sieht's aus. Angeln wollen wir jetzt nicht. Dann wollen wir nicht viel Zeit verschwenden. Pelipper! Komm zu Daddy Pelipper. Den fangen wir doch. Auch wenn wir nie mit ins Team nehmen werden. Achte Generations-Pokémon und so weiter. Das Thema hatten wir schon öfters. Fangen können wir es auf jeden Fall. Falls wir es nicht schon haben. Pelipper finde ich cool. Ein Side-Pokémon Mystery Dungeon. Spätestens. Ein heftiges Pokémon. Kommt ja demnächst. Also wenn dieser Part online kommt, also ich habe das schon ordentlich vorproduziert. Also Pokémon Schwert habe ich schon ordentlich. Bin schon ordentlich am vorproduzieren. Ich kann es nicht erwarten, den nächsten Part aufzunehmen. Deshalb bin ich jetzt schon ordentlich dabei. Könnte fast schon, das ist, könnte nicht mehr lange hin sein, wenn dieser Part online kommt. Was ich meine ist, der Release von Pokémon Mystery Dungeon DX. Ratatin DX. Da freue ich mich schon drauf. Also wenn ich das jetzt hier aufnehme, ist es noch ein ganzes Weilchen hin. Aber wenn ihr den Part zu sehen bekommt, ja, das könnte. Ich weiß nicht, wie es genau auf meinem Uploadplan aussieht. Könnte unter Umständen schon, ja, Ende Februar, Anfang März, wenn ich so gucke, wenn ich so richtig im Kopf habe, könnte vielleicht sogar schon ein März-Part sein. So schnell habe ich vorproduziert. Ich sage euch lieber nicht, welches Datum heute ist. Es ist wahr. Guck mal, ein Schwert habe ich ordentlich vorproduziert. Bin ich. Ach, jetzt habe ich es besiegt, habe ich gar nicht gefangen. Ja gut. Was auch immer. Das ist jetzt, ja, das müssen wir uns jetzt nicht Ewigkeiten dran aufhalten. In diesem verdammten Pelipper. Lass mal gut sein. Wenn ich komme. Item geschnappt. Und weiter geht's. Nächster Trainer. Nicht? Gut, dann halt nicht. Route 9. Oh nein. Wen haben wir denn da? Können wir hier surfen? Da gab es doch irgendwie Gast. Können wir nicht über Wasser? Ich habe es immer noch nicht herausgefunden. Wie können wir denn hier über Wasser? Über Wasser surfen? Das ist ein kleiner Umweg. Oder wird es uns jetzt erst beigemacht? Wir lassen niemanden nach Spikeford, klar. Das heißt, für Nasen wie dich und auch für alle anderen ist Route 9 tabu. Mit anderen Worten, du kannst nach Hause fahren. Du kannst nach Hause fahren. Wir von TGL feiern Kamallen total. Sieh es dir nur an. Es ist nicht einfach großartig. Darum lassen wir es auch nicht zu, dass irgendwer es stürzt, nur um übers Wasser zu geschippert zu werden. Nein. Das ist mir jetzt schon klar. Deshalb versuche ich euch ja die ganze Zeit schon zu erklären, dass ich das Rotomrad um eine Funktion ergänzen kann, die es übers Wasser fahren lässt. Haben wir gerade schon gesagt. Haben wir gerade schon geraten, dass wir hier das Rotomrad-Ergänzungsdingens kriegen. Oh, du kommst wie gerufen, Arena Challenger. Guter Zeitpunkt für ein Wiedersehen. Ich habe doch was Gutes bei dir. Du weißt schon, weil ich dir das Rotomrad geschenkt habe. Sei doch bitte so gut, dass du verpasst diesen Rüpel eine Lektion. Gerne doch. Gegen Rüpel kämpfe ich doch immer wie gerne wieder. Das ist doch, ja. Wir sind ja keine Herausforderung. Genau wie Hob. Du wirst Kamein kein Haar krümmen. Klar. Wir beschützen es vor Heimtücke. Oder was auch immer da stand. Heimtücke bestimmt nicht. Die Sache mit Arena Challenge solltest du also besser aufgeben. Hier ist für dich nämlich eine Station. Oder willst du es das lieber mit einem Pokémon-Kampf regeln? Was, wenn ich Nein drücke?
Dann mach, dass du wegkommst. Wir sind schwer damit beschäftigt, Kammerheim zu feiern. Nächster. Du wirst Kammerheim kein Haar krümmen. Klar, wir beschützen es vor Heinis wie dir. Die Sache mit Arena Challenge solltest du also besser aufgeben. Hier ist für dich nämlich nichts zu holen. Hier ist Endstation für dich. Oder willst du das lieber mit einem Pokémon-Kampf regeln? Let's go. Dann mach dich auf eine Abreibung gefasst. Alles für Kammerheim. Ole, 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 ole. Rüpel von Team Yell fordert dich heraus. Giralax. Aha, da Alola Giralax. Galara Giralax. Alola ist schon ein Weilchen her. Oh, effektiv, na komm, Rasierblatt. Der hat gegen Team Yell ist alles effektiv. Das kriegt auch Minenlein alleine hin. Na komm. Spielt übrigens auch Pokémon Let's Go, Pokémon Schwert. Für die, die es noch nicht gewusst haben. YouTuber Minenlein. Minenlein vs. Lucifia. Wenn ich es richtig habe. Hat auch ein Pokémon Schwert Let's Play. Und die ist dann wahrscheinlich weiter als ich. Weil ich es halt vorproduziere und nicht hochlade. Die Mittel halt, glaube ich, jeden Tag eins neues Part von Schwertigkeit her. So, Nimlein wird weitergekämpft. Oha. Ob das was wird. Wahrscheinlich eher nicht. Patronen hier. Und gute Nacht. Nein, noch nicht. Ja, so viel dazu, dass die Rüpel-Pokémon leicht zu besiegen sind. Ja, sind sie schon, aber es hat jetzt natürlich auch ein bisschen was. Da sitzt was drauf auf dem Kasten. Der Pandagro. Pandagro. Okay. Mir fällt auf Hörner ein. Und wird von Hagelkörnern getroffen. Das gegenüber aber auch. Grasmixer, versuchen wir es damit nochmal. Er setzt nicht ein, wir können ihn angreifen. Oh, das könnte fast was werden. Aber nur fast. Fast heißt eben nicht. Gut. Fast besiegt. Na komm. Wie wär's mal mit Blackie zur Abwechslung? Na komm, Kramor, du bist dran. Mein schwarzes Kramor. Na komm, Attacke. Bohrschnabel. Warum nicht? Na komm. Attacke. Pandago besiegt. Pandago. Panda und Agro. Pandago. Verstehe. Rüpel von Team Yell besiegt. Ich will echt einfach nur ans nach Spikeford zurück. Du willst 6400 Pokémon da gesiegt gleich aus dem Kampf gegen Team Yell Rüpel 1 hervor. Hoffentlich kein Team Yell Rüpel 2. Oder müssen wir gegen ihn auch noch kämpfen? Uff, wenn wir nichts unternehmen, wird der da auf Kammerheim reiten. Hey, ich hab die Idee. Wir reiten einfach selbst auf Kammerheim und machen uns vom Acker. Dann mal los, Kammerheim. Auf nimmer Wiedersehen, Arena Challenger. Nein. Ja, nimm du nur. Ich halte mein Fahrrad. Und der Typ will mir gleich beibringen, wie ich damit übers Wasser fahren kann. Puh, da hast du mir ja noch glatt schon wieder aus der Patsche geholfen. Wie läuft es denn so? Genießt du das Leben als Radfahrer? Wäre doch toll, wenn man mit dem Rotomrad auch übers Wasser fahren könnte, oder? Tja, da hast du Glück. Denn damit du genau das tun kannst, werde ich es etwas für dich. Und so weiter. Hältst Rotomrad. Mhm. Ein Fahrrad, in dem sich ein Rotom befindet. Es wurde nicht nur um Rotom-Turbo erweitert, sondern kann sich jetzt auch auf Wasser fortbewegen. So, das wäre erledigt. Im Aqua-Modus kannst du mit dem Rotomrad ganz geschmeidig über Wasser radeln. Wenn du übrigens an Land fährst, befindet sich dein Rotomrad im Landmodus. Aha. Na dann. Lass mal fahren. Oh, sehr gut. Wir können also schon über Wasser fahren. Mann, Tipps.
Mentirips oder so ähnlich. Nix da. Lass mich gehen. Jo, da haben wir die grünen Flossen an. Sehr nice. Kommen wir hier lang noch ein Item abholen. Eine Zoom-Linse. Aha. Na, wenn das mal nicht nice ist. Ein neues Tool, um über Wasser zu fahren. Surfer braucht nun keiner mehr. Ich habe dein Fahrrad, das über Wasser fahren kann. Ein Jesus-Fahrrad. Und ganz genau. So sieht's aus. Jesus, what? Jesus, Rad. Na komm, lass mich gehen. Let me go. Du bist entkommen. Sehr gut. Hui. Ich fahre übers Wasser. Gibt's hier noch was zu sehen? Oha. Das sind noch Waylords. Waylords. Ja, so ähnlich. Hui. Ich fahre hier nochmal durch die Gegend. Ah, verdammt. Ein Trainer. Ein wilder Trainer. Die Attacken, die man auf den Gegner loslässt, müssen auf seinen Schwachpunkt abzielen. Mehr steckt nicht dahinter. Mehr nicht. Nur das. Sehr schade. Schwarzgurt Mario fordert dich heraus. It's me, Mario. Du gewinnst 5248 Pokémon-Dollar und besiegst einen kleinen Kärntner. Pokémon-Trainer Mario. Meine ich. Oh, weitere Trainer. Verdammt. Nein, ausweichen. Tauchbälle. Na, sehr gut. Trainern ausgewichen. Waren vielleicht keine. Aber gut. Ein Meeresenger. Huha. Nein, bleibst mir fern. Was haben wir hier? Steinhagel. TM. Sehr gut. Auch was wir nicht gebrauchen können. Na doch, werden wir vielleicht für Prof gebrauchen können. Mal schauen. Trainer. Hüha, Trainer. Hüha. Ein Walimer. Ein Weilmeer. Ein Weilmeer. Ah, okay. Hat man letztens den Stadtlandfluss oder kommt der Stadtlandflusspartner noch? Ich weiß es nicht. Wie, in welcher Reihenfolge. Ja, bloß komm. Flucht. Na komm. Flieh, du Narr. Flieht der Narren. So. Route 9. Hier sind wir schon fast angekommen. Kloptopus. Oh, wie süß. Möchte man fast fangen. Aber nur fast. Na komm. Nicht Beute. Du wirst fliehen. Flieht ihr Narren. Jo. Hier haben wir noch ein spitzes Ding. Arktipp. Ein kleiner Tipp aus der Arktis. Flucht. Du wirst entkommen. Sehr gut. Was haben wir hier? Da bin ich jetzt gespannt. Moruda. Aha. Alles klar, Herr Kommissar. Flucht. Hier gibt es noch ein Item. Scope-Linse. Ja. Ist sonderlich wertvoll. 3 Kapseln Angriffsplus. Ja, gut, da sind wir in was reingeraten. Was hier los? Meine Güte! Wir kommen einfach nicht nach Spikeford rein. Wie lange sollen wir uns denn noch die Beine in den Bauch stehen? Wie sollen wir denn jetzt die Unlicht-Arena-Leiter zum Kampf herausfordern? Wieso haben die das Rolltor runtergelassen? So kriegen wir den nächsten Ort nie. Hey, Zwergfürst, hier drüben.
Mary, wenn du hier... Was? Ist abgehauen. Ja. Eine Hintertür. Spikeford ist meine Heimatstadt. Ich kenne diese Gegend wie meine eigene Westentasche. Deshalb weiß ich auch, dass es noch einen anderen Weg in die Stadt gibt. Wenn du in die Stadt willst, könnte ich dir theoretisch reinschleusen. Aber da wir Rivalen sind, musst du mich zuerst in einem Kampf besiegen. Sehr gerne, aber später. Dabei war ich mir so sicher, dass du zusagen würdest. Wobei, du wirst bestimmt noch ordentlich vorbereitet. Stimmt's? Okay, ich warte hier. Gut, ich beende den Part an dieser Stelle. Habe ich schon ordentlich überzogen. Wenn mich nach oben plötzlich gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und im nächsten Part geht's nach Spikeford. Ein Kampf gegen Mary und Spikeford. Gut. Habt einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich und haut daran. Ciao.